Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil des Birmingham Vlogs in Richtung der UK DFBA. Heute ist der Showday und wir haben euch gleich direkt zum Morgen mal ein Form-Update von André abgefilmt. Die erste Schicht Farbe ist jetzt drauf. Ja, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Farbe ist drauf, Farbe stimmt, Posing ist gut, Form sitzt, Laden hat gepasst und wir sind grundauf sehr, sehr zufrieden mit der Lage. Jetzt ziehen wir uns noch ein bisschen hier den Livestream der UK DFBA rein. Die Masters sind gerade an der Reihe. Und danach geht es für uns auch schon in Richtung Halle. Also es ist jetzt nicht mehr so lange, bis wir losfahren. Ich denke, so in 3 Stunden müssen wir spätestens ja, da sein. Da geht es auch schon ins Warmpumpen. Und dementsprechend, wie gesagt, ziehen wir uns das Ganze jetzt noch so ein bisschen hier rein, da wir einfach dort nicht live vor Ort sein dürfen vom Verband aus. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze wird. Für André gibt es jetzt gleich nach dem Posing nochmal eine kleine Mahlzeit. Und dann sind wir auch soweit ready und freuen uns auf den Wettkampf. So, André, vorletzte Lademahlzeit für dich. Was gibt's hier nochmal? Die x-te Packung Reiswaffeln gibt's jetzt nochmal für mich. Hast du schon mitgezählt? Ein halber Koffer voll, den ich eh dabei hatte und einmal komplett 5-6 Packungen nachgeholt, die auch nochmal was größer waren. Ja, insgesamt haben wir jetzt doch mehrere Ladetage gemacht, ne? Also wir haben dann doch ein bisschen erhöht. Und gestern, weißt du ungefähr, wie viel du gestern noch hattest? Ich glaube, gestern waren wir so in Richtung fast 700 Gramm Carbs. Ja, gestern nochmal ordentlich getankt und ich bin auch der Meinung, dass alles dahin gekommen ist, wo es sein sollte. Heute Morgen hat die Haut nicht mehr so locker umgeflattert. Also Haut hat gespannt, Muskeln sind prall, Form sitzt, Farbe sitzt jetzt auch. Bist schon ein bisschen angemalt, ne? Also hier sieht man nochmal den Kontrast. Gesicht haben wir noch freigelassen, bevor es gleich auf die Bühne geht. Und ja, jetzt gönn dir nochmal die vorletzte Packung Reiswaffeln. Wir gucken uns währenddessen den Livestream der UK DFBA an. Gerade sind die Masters over 50, meine ich, auf der Bühne. Und danach machen wir uns auch so langsam ab zur Halle, oder? Dann geht's ab. Dann geht's ab. So, André, die letzten Schritte hier vor dem Wettkampf. Wie fühlst du dich? Ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, aber ich freue mich. Ja? Ja, nach der langen Zeit, nach der Ungewissheit die ganze Zeit, jetzt endlich doch auf die Bühne zu gehen. Ja. Schon ein gutes Gefühl. Registration ist um 15 Uhr, haben jetzt 14.30 Uhr. Wann bist du ungefähr dann auf der Stage? Ich denke gegen 17.30 Uhr, je nachdem, wie sich das so verschiebt, noch alles. Ja, ich denke auch 17.30 Uhr könnte hinkommen. Die letzten Klassen waren so alle mit so 8 Teilnehmern bestückt. Also wenn sich das so weiter durchzieht, dann sind wir auf jeden Fall ganz gut im Zeitplan. Einen Meal hast du noch vor dir, ne? Genau. Direkt nach der Regi. Nach der Waage, denke ich mal. Yes. Geht's dann rein. Und danach wird nur noch ein bisschen aufgepoppt. Wo gehen wir eigentlich hin? Darum. Digga, sind wir richtig, ja? Ja. Und wie sind jetzt eigentlich so die Regeln auf dem Wettkampf? Hast du eine Ahnung, wie sich das zu den anderen Wettkämpfen unterscheidet? Was wir gerade so gesehen haben im Livestream, dass es auf jeden Fall keine Eliminationsrunde gibt. Ja. Heißt, es gibt gar kein Finale. Wir sind nur 8 bis 9 Leute jetzt in den letzten Klassen gewesen. Das heißt, alle haben so ihre 2 Vergleiche da gehabt und danach wurde einfach die Top 3 bestimmt. Und ja. Ja. Also es gibt keine Finalplatzierungen für 5 oder 6 Finalisten, sondern alles in einem durchgerutscht. Macht den Wettkampf natürlich ein bisschen kürzer und übersichtlicher, aber wenigstens weißt du auch direkt, wie du platziert hast. Und ein Bonus ist, du darfst die Kür halten. Ja. Yes. Also jeder Athlet durfte bisher die Kür halten und dementsprechend ist das schon mal ein kleiner Vorteil. Aber wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alle viel Glück, André. Danke sehr. Jetzt geht's los und ich hoffe, ich kann ein bisschen was mitfilmen. Yes. Hoffen wir's. So Leute, UK DFBA ist nun vorbei. Also es war eine sehr, sehr durchwachsene Meisterschaft, ihr habt es mitbekommen. Ich durfte nicht mit ins Backstage. Ich konnte ihm kein Öl auftragen, ich konnte ihn nicht warm machen. Die finalen Schritte war der André komplett auf sich alleine gestellt.
und ich bin unglaublich stolz, was für ein Paket letzten Endes auf der Bühne gelandet ist. Leider durfte ich vor Ort nicht filmen, ich durfte nicht mal mit dem Handy filmen, es war ein eigenes Kamerateam vor Ort, aber wir haben uns jetzt extra hier den Livestream gekauft, ihr habt es heute Morgen schon gesehen. Wir zeigen euch jetzt einfach ein paar Ausschnitte noch von dem Auftritt von André und danach wird er noch ein paar Worte zum Wettkampf verlieren. Und wir gehen nochmal darauf ein, was wir für die nächsten Jahre auch geplant haben und was wir von der Meisterschaft mitnehmen. Jetzt gibt es erstmal ein paar kleine Ausschnitte, viel Spaß auf jeden Fall dabei und danach hören wir uns nochmal kurz wieder. So Freunde, zurück von der UKDFBA. Ja, Meisterschaft ist soweit vorbei. Leider konnte ich dort keine Videos filmen. Es wurde mir ausdrücklich untersagt, mit der Kamera vor Ort zu filmen, denn sie haben einen kleinen Livestream dort gemacht und wollten das Ganze eben nicht, dass ja, externe Leute da noch irgendwie was filmen und preisgeben, gerade auch hinsichtlich Instagram und Social Media, weil sie natürlich keine Wettkampfeinnahmen hatten, beziehungsweise keine Einnahmen von den Zuschauern aufgrund der ganzen Regelung, die durch die Pandemie eben vor Ort ist. Und ja, dementsprechend tut es mir ultra leid, dass ihr genau die finalen Schritte nicht sehen könnt. Wir haben hier versucht, im Livestream jetzt auch noch das Video zu schauen und wollte euch eigentlich hier über den Livestream dann wenigstens mit der Kamera ein bisschen was abfilmen, aber auch hier ist ein kleiner Fehler im Player unterlaufen. Genau. Und dementsprechend werden wir versuchen, das Ganze noch ein bisschen nachzubasteln. Also, was man sagen kann, André, schon mal herzlichen Glückwunsch, dass du das Ganze überhaupt so gemeistert hast. Wir haben im Voraus auch schon besprochen, es ist unglaublich schwer gewesen, dieses Jahr überhaupt ein Paket auf die Bühne zu bringen. Also, du bist, wie gesagt, bei mir im Team the last man standing gewesen. Ich glaube, deutschlandweit hatten wir jetzt in der UK 3 Athleten. Also, wir hatten eine Figur Athletin und bei dir in der Klasse war noch ein weiterer deutscher Athlet und dementsprechend ist es erstmal ultra respektabel, überhaupt in diesem durchwachsenen Jahr noch ein Paket auf die Bühne zu bringen im Natural Bodybuilding Bereich. GmbF wurde abgesagt, AMBF wurde abgesagt, jegliche Weltmeisterschaften wurden abgesagt, die WMBF Germany wurde abgesagt und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, das Paket auf die Bühne zu stellen und ich denke, das ist schon mal respektabel genug. Mit den ganzen Up and Downs, ich weiß noch, wie wir angefangen hatten, mit Home Training, Indie Prep, dann ANBF abgesagt, kurze mentales Breakdown gehabt, ne, GmbF wurde abgesagt und dann erstmal, ja, die Frage im Kopf, starten wir überhaupt noch weiter, macht das überhaupt noch Sinn? Bei der ANBF dann nochmal genau das Gleiche, dann kam die WMBF, die abgesagt wurde und immer wieder kam ein Rückschlag und ein Rückschlag und ein Rückschlag und die Möglichkeiten natürlich wurden auch immer geringer und jetzt zu der UKDFBA doch mal noch eine Meisterschaft gefunden, die qualitativ hoch war. Ne? Sehr hoch, ja. Also wir wussten, dass die UKDFBA gerade eben, wenn man an dem Tag starten möchte, also sonntags, es war eher so der Tag, an dem die Gewinner der nationalen Meisterschaften der UKDFBA normalerweise starten, also samstags, gestern war auch schon mal ein Tag der UKDFBA und da waren Novice-Klassen. Das bedeutet, das sind eigentlich alle Newcomer in dem Moment. Niveau hatten wir uns gestern angeschaut, war deutlich niedriger. Wir haben uns die Gesamtsieger angeschaut und es wäre womöglich auch einfach die bessere Klasse gewesen, um dort auch einen ersten Platz oder einen zweiten Platz oder einen dritten Platz hinterher zu streben. Aber hier diese Klasse, in der du heute gestartet bist, war doch sehr hohes Niveau. Wir würden es schon eher so als in Richtung Profiniveau bezeichnen. Ja. Oder? Ja. Also so gerade die Top 3. Ich hoffe, wir können euch das Ganze einblenden. Die Top 3 mit AJ Morris, mit diesem Athleten vom OPIO, der auch Weltmeister geworden ist und British BMBF Champ. Der hat diesen Athleten gecoacht und das war ein Monster. Also der Erstplatzierte, das war ein Monster, das ist auf jeden Fall Profiniveau. Er hat es leider nicht geschafft, den Overall noch zu holen, weil der andere Athlet auch ein Monster war. Aber Niveau war super hoch. Also ich hatte so einen Eindruck, dass alle die jetzt wirklich noch durchgezogen haben und auf die UKDFBA, die waren, also das war Profiniveau. Ne? Also die waren schon richtig stabil am Starten. Das hatte ich auch schon so geahnt, dass die Athleten, die jetzt trotz dieser ganzen Thematik durchziehen. Die wollen. Die wollen es richtig. Und so kam es mir auch eben vor. Die ersten 5 Plätze waren für uns
Also meiner Meinung nach, es waren 8 Leute in der Klasse, die ersten 5 Plätze waren schon sehr, sehr stark. Die hatten auf jeden Fall mehr Muskelmasse und die waren auch ein Tick härter. Oder gegebenenfalls der AJ zum Beispiel auch ein deutliches Stück härter. Aber wir sind auf jeden Fall zufrieden, oder was sagst du? Ich würde auch sagen, dass unter den gegebenen Umständen, also wie stark die Klasse dann doch war, ich doch mit dem Conditioning relativ zufrieden bin, also doch sehr zufrieden bin. Sah, glaube ich, wir konnten es uns jetzt leider noch nicht selber nochmal im Livestream angucken, aber ich glaube, dass ich da auch nicht untergegangen bin im Line-Up in der Klasse und dass wir dann doch das gebracht haben, was wir uns vorgestellt haben und halt eben auch wirklich sehen konnten, woran wir arbeiten wollen, was wir jetzt noch verbessern wollen, sodass es dann in den nächsten Jahren ja nochmal zu einem deutlich besseren Paket kommt. Ja, also bei uns war auch so die Frage am Anfang oder während der Diät schon, wie tief gehen wir überhaupt mit dem Körpergewicht? Und uns war eine Sache extrem wichtig, und zwar, dass der André seine X-Frame eben nicht verliert und nicht komplett dünn auf die Bühne geht, was natürlich passieren kann, wenn man so eine richtige harte Endhärte anstrebt, ne? Und gerade wenn man hier und da vielleicht ein muskulöses Defizit irgendwo hat, wie zum Beispiel ein Glut jetzt, was wir festgestellt haben während der Prep, und dann darauf abzielt, Glutstreifen zu bekommen, ist das natürlich super schwierig, wenn man eben nicht overall zu viel einbüßen will. Und da wäre das Risiko dann gewesen, bis die Glutstreifen halt eben kommen, dass gegebenenfalls eben diese X-Frame kaputt geht. Also dass dieser schöne Quad-Schwung kaputt geht, dass der Lat-Ansatz vielleicht nicht mehr so stabil rauskommt, wie er jetzt rauskommt, und dass man einfach einen komplett anderen Look hat. Und ja, ich würde sagen, mit dem Paket, das wir jetzt gebracht haben, können wir beide definitiv zufrieden sein. Wie André schon gesagt hat, es wird einiges in den nächsten Jahren noch passieren. Wir haben jetzt genau gesehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und das war eine Erfahrung, die man braucht. Ich denke, für dich war es jetzt auch bestimmt nochmal ganz cool, im Gegensatz zu der letzten Meisterschaft, mit so Leuten dann auch mal auf der Bühne zu stehen. Ja, es war also, das kann man sagen, die UKDFB hat jetzt nochmal echt einen anderen Standard als die italienische Meisterschaft, auf der ich jetzt letzte Woche war. Ja, da hat es für den zweiten noch gereicht. Jetzt gucken wir mal, wie es nächste Woche ist. Dann bin ich dann nochmal voraussichtlich bei der Europameisterschaft in Italien von der INBA, PNBA. Aber das, was wir diese Woche geboten bekommen haben oder wo wir teilnehmen durften, war schon echt, echt hoher Standard, würde ich sagen. Auch verglichen so mit dem, was wir im deutschsprachigen Raum zu sehen bekommen, auch doch. Ja, war schon hart. Ich glaube auch, Andres Klasse war overall mit die stärkste. Die zwei Gewinner, AJ Morris und der andere, die waren auf jeden Fall sehr hoch vom Niveau. Die waren auch noch relativ jung, muss man sagen. Also relativ, zwar auch älter wie du, aber doch relativ jung. Und die Athleten danach, da hat man einfach gesehen, die haben schon safe 10, 15 Jahre trainiert. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann an so Leute anknüpfen will. Also entweder man hat die Übergenetik oder ja, man trainiert eben schon sehr, sehr lange. Und dementsprechend heißt es einfach, die nächsten Jahre noch ein bisschen dranbleiben, weiterarbeiten. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Jetzt noch einmal durchziehen, nächste Woche, noch einmal komplett entladen jetzt. Und dann geht's auch einmal ab zur Europameisterschaft. Und ja, Freunde, wenn euch das letzte Video gefallen hat, beziehungsweise euch die ganze Wettkampfreihe gefallen hat, die letzten 3 Vlogs, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, schreibt, wie ihr die ganze Situation fandet, wie ihr eventuell, wenn ihr die Bilder jetzt auch oder das Video seht, je nachdem, was wir einfügen können, das Video, die Form gefallen hat, und ansonsten sehen und hören wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao und vergesst nicht zu abonnieren. Yes.